Ja, guten Abend. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen der Volkshochschule Laon des Landkreises München. Heute zu einem, wie ich finde, besonders aktuellen Thema. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen werden zwar erst im November ausgetragen, aber wichtige Vorentscheidungen sind schon getroffen worden. Sie wissen, ganz sicher wird sein, dass wir zwei alte, weise Männer haben, die gegeneinander antreten werden. Die Konstellation sieht noch nicht ganz so überraschend. Interessant ist natürlich trotzdem, was inzwischen in den letzten Jahren im amerikanischen Parteiensystem passiert ist, welche Verwerfungen es gegeben hat, wie es so weit kommen kann, dass beispielsweise Donald Trump sich die Republikanische Partei dermaßen unterordnen kann, wie es dazu kommt, dass die Demokraten es nicht schaffen, einen jüngeren Kandidaten oder Kandidatin aufzustellen, wie es trotzdem sein kann, dass zu diesem frühen Zeitpunkt im Grunde schon die Vorentscheidungen getroffen sind. Das werden wir heute diskutieren mit einem der profundesten Kenner des amerikanischen Wahlsystems und des amerikanischen Wahlzirkus sozusagen bis jetzt zur Wahl. Ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen Dr. Markus Hühnemörder, den Sie sicher schon kennen aus einigen vorangegangenen Vorträgen hier bei der Volkshochschule. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Sie sind Lehrbeauftragter unter anderem an der LMU und ich weiß, Sie sind einer der Nachrichten-Junkies, die im Grunde alles verfolgen, aber auch sehr gut kommentieren können mit dem Blick auf die amerikanische Comic-Szene, einiges dazu untermalen, unterstreichen können, sodass wir nicht nur einen erkenntnisreichen, sondern wahrscheinlich auch sehr unterhaltsamen Abend zusammen verbringen werden. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen, vielleicht nur ganz Schluss noch ein Appell an die Teilnehmer, die online dabei sind. Ich habe die Bitte, dass Sie Ihr Mikrofon vorläufig stumm geschaltet lassen. Schreiben Sie Ihre Fragen während des Vortrags alle schon in den Chat rein, dass Sie nicht verloren gehen. Sie können sich natürlich nachher melden, Fragen stellen. Hier im Raum gebe ich Ihnen das Mikrofon, sodass die Online-Teilnehmer Ihre Fragen auch verstehen können. Wir werden den Vortrag aufzeichnen. Sie alle werden nicht zu sehen sein. Wir werden ein bisschen brauchen, bis Sie dann geschnitten sind. 3-4 Wochen später können Sie das alles dann nochmal nachhören, wenn uns YouTube nicht abschaltet. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Dr. Markus Hühnemörder. Ja, vielen Dank für das freundliche Willkommen und guten Abend, meine Damen und Herren. Gerade natürlich auch an Sie hier im Saal, aber selbstverständlich auch an alle, die über das Internet zugeschaltet sind. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Vortrag über die kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA und über die Vorwahlen, die derzeit ja auch noch laufen, auch wenn das Ergebnis schon weitestgehend feststeht. Sie haben schon gehört, mein Name ist Markus Hühnemörder. Keine Sorge, trotz des etwas gewalttätig anmutenden Namens, ich bin gänzlich harmlos, wir kommen ja alle lebendig wieder raus und ich bin tatsächlich Lehrbeauftragter am Amerika-Institut der LMU München. Heute Abend soll es also um die US-Präsidentschaftswahlen gehen. Da werde ich zum einen darauf eingehen, wie die Kandidaten eigentlich gekürt werden, wie es also so weit kommen konnte, dass wir tatsächlich mit einer mit einem Rematch, mit einem erneuten Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump rechnen müssen. Ich gehe ein bisschen auf das Parteienwesen ein. Ich gehe auch natürlich auf das Wahlsystem selber ein und auch auf die Themen, die voraussichtlich den Wahlkampf bestimmen werden. So eine Präsidentschaftswahl ist natürlich vor allen Dingen ein Duell zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten, aber es ist natürlich auch ein Machtkampf zwischen den beiden großen Parteien in den Vereinigten Staaten. Und von denen, wissen Sie, gibt es zwei, die Republikaner und die Demokraten. Es gibt sehr viele kleinere Drittparteien, die aber bei Präsidentschaftswahlen meistens keine große Rolle spielen. Die Republikaner, hier symbolisiert durch den Elefanten, das ist das traditionelle Symbol, galten lange Zeit als die konservative Partei der USA. Und in den USA bedeutet konservativ eigentlich niedrige Steuern, starkes Militär. Und seit den 1980er Jahren haben sich die Republikaner auch die Themen der religiösen Rechten auf die Fahnen geschrieben, insbesondere das Abtreibungsverbot. Aber die Republikaner haben sich gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren, vor allen Dingen durch den Sieg von Donald Trump bei den Vorwahlen 2016. Denn mittlerweile kann man weite Teile der Republikanischen Partei nicht mehr als traditionell konservativ, sondern als rechtspopulistisch, als
als rechtspopulistisch bezeichnen, absolut vergleichbar mit den rechtspopulistischen Parteien, wie wir sie auch in Europa kennen. Sie richten sich gegen Einwanderung, insbesondere unautorisierte Einwanderung. Sie geben sich zunehmend nicht mehr als dem Freihandel verschrieben, sondern zunehmend protektionistisch und in der Außenpolitik durch die America First Politik von Donald Trump geben sie sich neo-isolationistisch, wollen also die Rolle der USA letztlich als, ja, als Führungsmacht der globalen Sicherheitsstruktur deutlich absenken. Demografisch gesehen sind die Republikaner vor allen Dingen im ländlichen und kleinstädtischen Bereich in den USA mächtig, also da sind sie dominant. Die Wählerschaft der Republikaner ist vorwiegend weiß, aber natürlich nicht vollständig. Es gab in letzter Zeit auch durchaus Zugewinne, insbesondere bei afroamerikanischen Männern und bei hispanischen Männern, bei denen aber trotzdem die Demokraten noch stärker sind. Und insbesondere religiöse Wähler fühlen sich in aller Regel stark zur republikanischen Partei gezogen. Die Demokraten, die andere Partei, die Partei des derzeitigen Präsidenten Joe Biden, galten traditionell als liberal, was auch in den USA eine etwas andere Bedeutung hat. Dort bedeutet liberal, dass sie für den Ausbau des Sozialstaates stehen und für den Schutz der Bürgerrechte, insbesondere der Minderheiten in den Vereinigten Staaten. Aber auch die Demokraten haben sich gewandelt. Hier war vor allen Dingen das starke Abschneiden des eigentlich parteiunabhängigen, aber eigentlich zum linken Flügel der Demokraten gehörenden Bernie Sanders bei den Vorwahlen 2016 und 20. Die hat er zwar beide nicht gewonnen, aber er hat in dem Prozess die ganze Partei schon deutlich weiter nach links geschoben, sodass die Demokraten heutzutage als linksprogressive Partei gelten können. Sie stehen stärker für wirtschaftliche Umverteilung, als sie das früher taten. Sie stehen auch für eine aktive Förderung der gesellschaftlichen Vielfalt nach Ethnie, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und so weiter. Demografisch gesehen sind die Demokraten vor allen Dingen in den Städten besonders mächtig und in letzter Zeit auch zunehmend in den Suburbs, in den Vororten um die großen Städte herum. Sie sind sehr viel multiethnischer aufgestellt. Minderheiten spielen eine sehr wichtige Rolle bei den Demokraten und sie sind auch deutlich stärker säkular orientiert, als das bei den Republikanern der Fall ist. Diese beiden Parteien stehen heutzutage in starkem Konflikt zueinander. Das war auch mal anders. Früher sagte man, der linkeste Republikaner und der rechteste Demokrat, die sind durchaus miteinander kompatibel. Diese Zeiten sind vorbei. Die Parteien sind ganz klar ideologisch ausdifferenziert und sie stehen in starkem Konflikt in innen-, außen- und gesellschaftspolitischen Themen. Und die Demokraten werden traditionell durch den Esel dargestellt. Was hat es jetzt nun mit diesen Vorwahlen auf sich, die ja derzeit in den USA noch laufen? Man muss verstehen, dass die amerikanischen Parteien viel lockerer organisiert sind, als Parteien in Deutschland das sind. Es gibt kaum Hierarchie, es gibt sehr viel weniger Struktur, es gibt ganz bestimmt keine mächtige Parteiführung, wie das in Deutschland der Fall wäre. Es gibt nicht mal eine formale Parteimitgliedschaft im deutschen Sinne. Niemand hat ein Parteibuch, niemand zahlt Mitgliedsbeiträge. Im Prinzip ist Parteizugehörigkeit eine Frage der Selbstidentifikation. In manchen Staaten muss man sich schon auch als Republikaner oder als Demokrat registrieren, aber im Großen und Ganzen ist es eine Frage, ja, wie man sich politisch zugehörig fühlt. Und wegen dieser losen Parteistruktur müssen Kandidaten eben durch die parteinahen Wählerinnen und Wähler bestimmt werden. Also durch diese Wählerinnen und Wähler, die sagen, ich fühle mich der demokratischen Partei zugehörig, ich fühle mich der republikanischen Partei zugehörig. Und die bestimmen letztlich, wer Präsidentschaftskandidat wird in Vorwahlen. Ganz unterschiedlich, meistens in Vorwahlen, die auf Basis der Gesetze der Einzelstaaten passieren. In manchen Staaten läuft es aber auch durch Ortsversammlungen, sogenannte Caucuses, die auf Basis der dortigen Parteistatuten funktionieren. Wie üblich in den USA ist es in jedem Bundesstaat anders. Wichtig ist auch, diese Vorwahlen gibt es nicht nur für die Präsidentschaftskandidatur. Das ist die einzige Vorwahl, die wir hier in Deutschland meistens wahrnehmen. Aber das gilt im Prinzip auch für alle anderen öffentlichen Ämter, Senatoren, Repräsentanten, Staatsparlamente,
teilweise bis runter zum Friedensrichter und zum Hundefänger, wenn Sie so wollen. Ja, also in den USA werden Kandidaten eben durch die Wähler selber bestimmt. Und das kann manchmal auch schon ganz bunte Züge annehmen. 2016 zum Beispiel gab es 16 republikanische Politiker, die alle Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wollten. Man witzelte damals, dass es ein Clown-Car wäre, also diese alte Zirkusnummer, wie viele Clowns passen in einen VW-Käfer? Und die Antwort war mindestens 16, ganz offensichtlich. Gewonnen hat damals natürlich Trump. Warum gibt es dieses Vorwahlsystem überhaupt? Bis 1968 gab es das eigentlich so nicht in dem Sinne, wie wir es heute haben, sondern die Präsidentschaftskandidaten wurden ganz traditionell auf Parteitagen gekürt und die wurden dabei von mächtigen Parteiführern und ihren Gefolgsleuten ausgeschnapst, durchaus auch buchstäblich, also da floss auch Whisky, da wurden Zigarren geraucht, da wurden Deals geschmiedet und am Schluss kam irgendwie ein Präsidentschaftskandidat dabei raus. Es gab nur eine Handvoll von Staaten wie New Hampshire oder Wisconsin, die schon früher ein Vorwahlsystem hatten. Und dann passierte der Parteitag der Demokraten 1968. Die Demokraten waren zutiefst gespalten in eine Anti-Vietnam-Kriegsfraktion und eine Pro-Vietnam-Kriegsfraktion. Die Studenten, die damals den Friedenskandidaten Eugene McCarthy als Präsidentschaftskandidaten unterstützten, protestierten in den Straßen von Chicago, auch vor dem Hotel, wo der Parteitag der Demokraten stattfand. Der Bürgermeister von Chicago, ein mächtiger Anführer der Demokratischen Partei, dem war das ein Dorn im Auge, der setzte seine Polizeikräfte gegen diese protestierenden Studenten an. Es gab also Tränengas, Wasserwerfer, Schlagstöcke. Es war ein Riesenchaos rund um den Parteitag der Demokraten. Nominiert wurde am Schluss Vizepräsident Hubert Humphrey, der für eine Kontinuität zu Lyndon B. Johnson, also dem Präsidenten, der maßgebliche Architekt des Vietnamkriegs war, stand. Der verlor dann auch prompt mit Pauken und Trompeten gegen den Republikaner Richard Nixon und die Demokraten standen vor dem Scherbenhaufen ihrer Partei und überlegten sich, was können wir jetzt anders machen, was können wir jetzt besser machen, und sie entschlossen sich, das Ganze in basisdemokratische Hand zu legen, also nicht mehr die Parteiführer, sondern die Wählerinnen und Wähler selber entscheiden zu lassen, und die Republikaner folgten oder beschlossen ähnliche Reformen in derselben Zeit. Wie funktionieren solche Vorwahlen? Ich sagte schon, in jedem Bundesstaat passiert es anders. Außerdem gibt es Vorwahlen auch in den Überseeterritorien der USA sowie auch für amerikanische Staatsbürger im Ausland. Es gibt grob drei Arten in der Closed Primary. Ein Beispiel wäre New York. Da muss man sich tatsächlich für eine bestimmte Partei im Wählerregister registrieren, um an der Vorwahl teilnehmen zu können. Es gibt andere Staaten, die haben eine Open Primary. Da kann man sich aussuchen, an welcher Vorwahl, für welche Partei man teilnehmen will, aber halt nur an einer. Und es gibt eben auch noch diese Caucuses. Und wie Bart hier schreibt, Caucus is not a dirty word. Caucus ist kein Schimpfwort, sondern es bedeutet in diesem Fall eigentlich nur eine Ortsversammlung der Wählerinnen und Wähler, die sich zu einer Partei zugehörig fühlen. Da wird dann, das passiert in Bibliotheken, Turnhallen und so weiter, und da wird diskutiert und dann wird auch teilweise wirklich mit den Füßen abgestimmt. Also alle, die Kandidat A unterstützen, gehen die Ecke, alle, die Kandidat B unterstützen, gehen in die Ecke, und am Schluss hat man dann ein Ergebnis. Gewählt werden dabei eigentlich Delegierte für den Parteitag im Sommer, aber diese sind dann an ihr Mandat gebunden. Also diese Delegierten sind jetzt nicht einfach so, okay, wir vertrauen dir, du darfst bestimmen, wer der nächste Präsidentschaftskandidat unserer Partei wird, sondern es werden Delegierte bestimmt, die den Auftrag haben, für eben beispielsweise Joe Biden oder Donald Trump oder wen auch immer bei dem Parteitag der jeweiligen Partei zu stimmen. Was passiert dann nach den Vorwahlen? Die eigentliche Kandidatenkür findet dann bei den Parteitagen statt. Die sind im Sommer dieses Jahr 15. bis 18. Juli bei den Republikanern, 19. bis 22. August bei den Demokraten. Wobei das heutzutage reine Showveranstaltungen sind. Also da passiert keine wirkliche politische Entscheidung, die irgendwie relevant wäre.
denn die Delegierten sind ja an das Ergebnis der Vorwahlen gebunden. Das Ergebnis steht bereits fest. Es gibt in den Parteien auch eine Handvoll sogenannter Superdelegierter. Das sind dann Parteiamtsträger, gewählte Amtsinhaber und so weiter. Deren Einfluss ist aber massiv beschnitten worden in beiden Parteien. Die haben eigentlich nichts mehr zu melden heutzutage. Deswegen steht das Ergebnis durch die Vorwahlen bereits fest. Und bei dem Parteitag nominiert der Sieger dann auch seinen Running Mate, seinen Vizepräsidentschaftskandidat, seine Vizepräsidentschaftskandidatin, wobei die Auswahl schon einige Wochen vorher, meistens im Mai oder Juni, bereits erfolgt ist. Also man weiß schon, welchen Vizepräsidentschaftskandidat oder Kandidatin ein Präsidentschaftskandidat dann eben nominieren wird. Und auch dieser Running Mate wird vom Parteitag immer bestätigt. Der Parteitag beschließt auch ein Parteiprogramm, für das die Partei dann steht. Das wird lange diskutiert, da gibt es jede Menge Abstimmungsrunden, dann wird es zu Papier gebracht, schön ausgedruckt und dann kommt es in die Schublade und niemand guckt es jemals mehr an. Mehr oder minder, die Parteiprogramme sind nahezu völlig bedeutungslos. Was entscheidend ist, sind die Prioritäten der jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Das Vorwahlsystem ist eigentlich eine schöne Sache. Das ist eigentlich ein basisdemokratisches System, ein Bottom-up-System, kein Top-down-System, wo die Wähler unmittelbaren Einfluss darauf haben, wer für ihre Partei ins Rennen geht. Aber es gibt natürlich auch Kritik daran. Erstens, die Wahlbeteiligungen bei diesen Vorwahlen sind meistens sehr gering, auch wenn sie in der letzten Zeit insbesondere bei den frühen Vorwahlen durchaus gestiegen sind. Das heißt also, relativ wenig Prozent der Wählerschaft nehmen an diesen Vorwahlen teil. Und die das tun, sind meistens die Wählerinnen und Wähler mit den stärksten politischen Überzeugungen. Und das sind natürlich auch meistens die radikalsten politischen Überzeugungen. Und deswegen ist es im Vorwahlkampf durchaus so, dass radikale Positionen häufig belohnt werden, moderate und zentristische Politik bestraft werden. Tatsächlich einer der großen Tricks oder der großen Kunststücke der amerikanischen Präsidentschaftspolitik ist, ausreichend weit nach links oder rechts zu gehen, je nach Partei, um die Vorwahl zu gewinnen und dann irgendwie elegant wieder in die politische Mitte zurückzukehren, um dann auch tatsächlich die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Und wer das am besten kann, wird in aller Regel auch Präsident der Vereinigten Staaten. Wobei man dazu sagen muss, die politische Mitte ist immer kleiner geworden, aber sie ist nach wie vor nicht unbedeutend. Ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich, dass der Vorwahlkampf ziemlich teuer ist. Faktisch geht das ja schon aller spätestens ab September des Jahres vor der Präsidentschaftswahl ernstlich los. Und um da natürlich irgendwie bei den Wählerinnen und Wählern überhaupt bekannt zu werden und anzukommen, braucht es Geld. Also bis Ende Februar, für März liegen noch keine Daten vor, glaube ich, haben alle Kandidaten bisher schon $230 Millionen eingeworben und davon einen Großteil auch wieder ausgegeben. Nur so als Vergleich, also der teuerste Wahlkampf aller Zeiten war der von 2012 zwischen Barack Obama und Mitt Romney, die zusammen in Vorwahlkampf und Hauptwahlkampf insgesamt ungefähr $1 Milliarde ausgegeben haben. Also wir reden hier schon von richtig viel Geld. Dieses Geld muss ja irgendwo herkommen und deswegen braucht die Kandidatinnen und Kandidaten brauchen Spender. Und da gibt es eben sowohl Großspender, auf die beide Parteien quasi zugehen, die dann gerne größere Beträge, meistens auch gar nicht direkt an den Kandidaten spenden, weil das gar nicht geht mit der Parteienfinanzierung, sondern an ein sogenanntes Super PAC, also letztlich ein Verein, der nur dafür da ist, den Wahlkampf des jeweiligen Kandidaten zu unterstützen. Aber insbesondere seit 2008, seit dem Wahlkampf von Barack Obama, aber auch 2016 mit Donald Trump, sind Kleinspendernetzwerke absolut entscheidend. Also wer viele Leute hat, die willens sind, $5, $10, $20, $50 zu spenden, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
da man da auch in dem Wahlkampf dann mehrfach auf diese Spender zugehen kann und sagen, okay, du hast uns schon sehr geholfen, aber hättest du nochmal $50. Und wenn sie das bei ein paar Millionen Leuten machen, dann kommt da schon einiges zusammen. Und natürlich ist ein weiterer Kritikpunkt an dem Vorwahlsystem, dass bekannte Kandidatinnen und Kandidaten, die schon Spendernetzwerke haben, sind natürlich im Vorteil. Auch das ist natürlich ein Faktor, der mit erklärt, warum wir es wieder mit Joe Biden und Donald Trump zu tun haben. Die haben eine hundertprozentige Name Recognition, also jeder kennt sie. Sie sind lange schon im politischen Geschäft, haben ihre Spendernetzwerke und sind deswegen natürlich auch enorm im Vorteil. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die frühen Vorwahlstaaten hohen, viele sagen zu hohen Einfluss haben. Das gilt insbesondere für Iowa und New Hampshire, die traditionell die frühesten Vorwahlen haben, aber zunehmend auch für South Carolina, für Georgia, für South Carolina, Nevada und Michigan, die auch mittlerweile traditionell zu den frühen gehören. Die Demokraten haben Iowa inzwischen weitestgehend entmachtet, die kommen später dran, aber bei den Republikanern spielen diese frühen Vorwahlstaaten immer noch eine wichtige Rolle. Und der letzte Kritikpunkt ist natürlich, dass dieser Vorwahlprozess ist ein basisdemokratischer Prozess und der ist völlig unberechenbar. Der ist oft total unkalkulierbar und da kommt gerne auch mal was bei raus, wo sich alle wundern, wie konnte das denn geschehen? Also beispielsweise 2008 waren alle sich sehr sicher, Hillary Clinton wird die Kandidatin der Demokraten. Dann kam dieser junge, relativ unbekannte Senator Barack Obama und gewann dann doch die Vorwahlen gegen sie. Und 2016, kein einziger republikanischer Amtsinhaber oder Parteiführer wollte Donald Trump. Ja, aber er hat die Vorwahlen gewonnen und wurde Präsidentschaftskandidat der Republikaner und dann auch Präsident. Und diese Unberechenbarkeit ist auch der Fokus dieses Videos, was ich Ihnen kurz zeigen will, von den Simpsons, die 2008 eine ganze Episode nur über Vorwahlen gedreht haben. In dieser Episode, durch einen Unfall, wird Springfield, die Stadt, wo die Simpsons leben, die erste Stadt in Amerika, wo eine Vorwahl stattfindet. Alle Medien strömen nach Springfield. Man kann nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne von einem Reporter angefallen zu werden. Und die Bürger von Springfield sind so erbost darüber, dass sie eine Widerstandsbewegung gründen. Sie sagen, wenn immer ich gefragt werde, wen will ich als Präsidentschaftskandidaten haben, werde ich immer sagen, ich will Ralph Wiggum als Präsidentschaftskandidat haben. Ralph Wiggum ist der 8-jährige Sohn des Polizeichefs. Ralph ist ein lieber Junge, aber er ist wirklich nicht der hellste. Und dennoch, weil er in Springfield so beliebt ist, nominieren ihn letztlich sowohl die Demokraten als auch die Republikaner als ihren Präsidentschaftskandidaten. Und das ist sein Werbespot auf Englisch. The following is a paid political announcement by the Republican and Democratic parties. Compassionate. Tough. Curious. These are all words Ralph Wiggum doesn't know. But he doesn't need to know them. He lives them every day. I'm voting Ralph for president. His easy smile makes me think everything is okay, even when I know it ain't. I'm voting for Ralph too, but don't tell you know who. On November 4th, vote for the latest in a long line of great American leaders. I want a tricycle and a dog who won't chew my Hot Wheels. And a brighter future for America. I'm Ralph Wiggum, and I've been a good boy. Es war damals natürlich auch ein Seitenhieb auf Barack Obama, den viele eigentlich als zu jung und als auch zu unerfahren hielten, um wirklich ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat zu sein. Aber er gewann natürlich. Und Sie haben wahrscheinlich auch den grauhaarigen Herrn gesehen, der gesagt hat, ich stimme auch für Ralph, aber sagt es ihr nicht. Und das ist natürlich Bill Clinton, denn damals war ja auch seine Frau Hillary im Vorwahlkampf eine der Kandidatinnen. Ja, normalerweise wäre jetzt meine liebste Zeit in einem Wahljahr, weil häufig die Vorwahlen so wahnsinnig spannend sind,
Tatsache ist, faktisch sind sie sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern bereits entschieden. Bei den Demokraten ist das tatsächlich nicht so überraschend. Joe Biden ist der amtierende Präsident, damit ist er de facto auch der Anführer der Demokratischen Partei und ein Antritt zur Wiederwahl wäre völlig normal. Also 2012 hat das bei Barack Obama niemand in Frage gestellt, ernstlich. Ja, es wäre völlig normal, wenn Joe Biden nicht eben schon 81 Jahre alt wäre und viele Amerikaner einfach ihre Zweifel haben, ob er fit genug ist, um eine weitere Amtszeit als Präsident den Vereinigten Staaten zu dienen. Das andere Problem mit Joe Biden ist, er passt nicht mehr so recht zu der Partei, die er anführt. Die wichtigsten Wählergruppen der Demokraten sind Frauen, Minderheiten und junge Wählerinnen und Wähler. Joe Biden ist buchstäblich der älteste weiße Mann, den sie finden konnten, außer vielleicht Bernie Sanders, der noch älter wäre. Ja, das heißt nicht, dass er keine Chancen hat, das heißt nicht, dass er nicht auch großen Respekt in der Partei genießt, aber er ist natürlich jetzt nicht das ideale Aushängeschild für seine Partei. Warum macht Joe Biden überhaupt das, warum tritt er überhaupt zur Wiederwahl an? Naja, zwei Erklärungen gibt es dafür. A, ein amerikanischer Senator, Estes Kefauver, hat mal gesagt, präsidentielle Ambition ist eine Krankheit, die nur durch Einbalsamierung geheilt werden kann. Also sprich nur durch den Tod. Das ist sicherlich ein Faktor davon. Das andere ist, Joe Biden hat, glaube ich, früher als alle anderen erkannt, dass höchstwahrscheinlich Donald Trump wieder der republikanische Präsidentschaftskandidat wird. Und er sagt, nicht ganz zu Unrecht, ich bin der Demokrat, der ihn bereits einmal besiegt hat. Und es gibt eigentlich keinen Grund zu glauben, dass die Wähler notwendigerweise nicht wieder dieselbe Entscheidung treffen. Hier sagt er in dem Cartoon, ja, ich bin älter geworden, aber er ist auch nicht besser geworden. Und er deutet hier auf ein Fahndungsfoto bzw. ein Festnahmefoto von Donald Trump, das damals noch fiktiv war. Mittlerweile gibt es eine mehr oder minder reale Version davon. Die Frage ist natürlich, warum gibt es keinen Gegenkandidaten unter den Demokraten? Es gibt welche, aber das sind alles Außenseiter. Also der Einzige, der, glaube ich, noch theoretisch im Rennen ist, ist Repräsentant Dean Phillips aus Minnesota. Wenn Sie von dem noch nie gehört haben, wundern Sie sich nicht. Ich auch nicht. Also ich meine, ich habe den Namen schon mal gelesen, aber sehr viel relevanter ist der nicht. Und es war auch eine Weile lang Marianne Williamson, eine Autorin von Selbsthilfebüchern, im Rennen. Die hat ein Geschäftsmodell daraus gemacht, sich um die demokratische Präsidentschaftskandidatur zu bemühen. Die macht das alle 4 Jahre, dann wird sie wieder ein Stückchen bekannter, dann verkaufen sich ihre Bücher wieder ein bisschen besser und bevor sie allzu viel Geld darin verfeuert hat, steigt sie dann auch wieder aus dem Vorwahlkampf aus, hat sie dieses Mal auch gemacht. Aber es gibt natürlich jede Menge ambitionierte, talentierte demokratische Anführer und Anführerinnen. Warum tritt keiner gegen die an? Naja, es wäre halt extrem risikoreich. Wenn Sie jetzt als Gouverneur, als Senator sagen würden, ich hör mal Joe, du bist ein toller Kerl, aber es ist genug, ich will jetzt übernehmen, ja, dann würde das von vielen Wählerinnen und Wählern und wahrscheinlich auch von Biden selber als eine Art Verrat gesehen werden und es würde die zukünftige politische Karriere behindern, insbesondere wenn man natürlich dann den Vorwahlkampf verliert gegen Joe Biden und das wäre sehr wahrscheinlich, denn ähnliche Versuche in der Geschichte scheiterten absolut kläglich, also zum Beispiel 1980, das ist der prominenteste Fall, Jimmy Carter wollte wiedergewählt werden, er war ein Dead Man Walking, er hatte keine Chance eigentlich. Ja. Und Ted Kennedy, der jüngste und einzige Überlebende der Kennedy-Brüder, sagte, okay, das kann nicht sein, ich trete gegen dich an. Und er hat auch nur circa ein Drittel der Delegierten gewonnen, Carter hat trotzdem gewonnen. Ted Kennedy hat es politisch überlebt, weil er seine Hausmacht in Massachusetts hatte, aber wäre er schwächer aufgestellt worden gewesen, hätte das wahrscheinlich seine politische Karriere endgültig beendet. Also lange Rede, kurzer Sinn, keiner traut sich, sie warten alle auf 2028. Bei den Republikanern stellt sich dieselbe Frage, denn auch dort ist die Vorwahl bereits entschieden. Donald Trump wird der republikanische Kandidat. Warum? Donald Trump ist ehemaliger Amtsinhaber, wie Sie alle wissen, und er ist aktuell definitiv die dominante Figur
bei den Republikanern. Er hat eine große und motivierte Anhängerschaft bei weißen Republikanern ohne Hochschulabschluss, die sogenannte White Working Class. Das war die Schlüsselgruppe, die er insbesondere in den Staaten, in den ehemaligen Industriestaaten auf seine Seite gezogen hat 2016, die ihm den Wahlsieg beschert haben. Mittlerweile sind auch die konservativen Evangelikalen auf seiner Seite. Also er hat wirklich bei den Republikanern eine große Anhängerschaft. Zwei Drittel der Republikaner glauben auch bis heute an Donald Trumps falsche und tatsachenwidrige Behauptung, dass seine Niederlage 2020 ein Betrug gewesen wäre, dass die Demokraten ihm irgendwie die Wahl durch Betrug gestohlen hätten. Das stimmt nicht, aber zwei Drittel der Republikaner glauben das. In manchen Umfragen sind es nur 50%, aber es ist auf jeden Fall eine substanzielle Anzahl. Und tatsächlich, Donald Trump hat es wirklich meisterlich geschafft, die Strafprozesse, die gegen ihn laufen. Er ist vor 4 Gerichten mit 91 strafrechtlichen Vergehen angeklagt, das in ein Narrativ einer politischen Hexenjagd umzumünzen. Er sagt seinen Anhängern, schaut her, sie wollen mich einsperren, sie wollen mich mundtot machen, sie hassen mich, weil sie in Wirklichkeit euch hassen. Ich bin euer Champion und ich werde euch retten. Und das ist ein Narrativ, das verfängt wunderbar bei der Anhängerschaft, bei ausreichend Anhängern der Republikanischen Partei, um ihm bequem und absolut dominant diese Vorwahl zu sichern. Also tatsächlich, Ende 2022 glaubten die meisten Leute, die Republikanische Partei wäre bereit, sich weiterzuentwickeln, Donald Trump zurückzulassen. Und dann kamen diese ganzen Anklagen. Und Donald Trump hat das also wirklich extrem geschickt in ein Narrativ politischer Verfolgung umgemünzt. Man muss auch dazu sagen, die Gegenkandidaten waren auch nicht so wahnsinnig stark. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, versuchte sich als so eine Art Alternativ-Trump darzustellen. Also ich bin genauso, mindestens so Trump, wie Trump es ist. Er hat sogar teilweise versucht, ihn rechts zu überholen. Aber es geht ihm gänzlich das Charisma ab, was Donald Trump tatsächlich auszeichnet. Und er ist nach dem enttäuschenden Ergebnis in Iowa ausgestiegen. Es war auch ein bisschen befremdlich. Der Gouverneur von Florida verbrachte eigentlich teilweise mehr Zeit in Iowa als in seinem eigenen Staat. Also das war auch nicht so richtig ideal. Und länger durchgehalten hat Nikki Haley, die sich dann zunehmend eben als normale, klassische Business- und Verteidigungsrepublikanerin aufgestellt hat. Also eher so wie Mitt Romney es früher war. Ja. Und ich sag mal so, wäre Nikki Haley 2012 angetreten, hätte sie, glaube ich, auch sehr, sehr gute Chancen gehabt. Aber die Republikanische Partei hat sich radikal gewandelt. Dieser Chamber of Commerce, geschäftsorientierte Republikanerteil, den gibt es noch, aber das ist mittlerweile eine Minderheit geworden gegenüber dem rechtspopulistischen Flügel. Und sie verlor quasi alle frühen Vorwahlen. Sie gewann eine Vorwahl in Vermont, wo Republikaner keine Chance haben, und in Washington D.C. Ja, da gibt es Republikaner, aber niemand redet mit ihm. Ja, also es ist, sie hatte einfach keinen Erfolg, und dann sind irgendwann auch ihre Geldgeber abgesprungen und dann hat sie es tatsächlich dann aufgegeben. Sie hat allerdings nicht dann ihre Unterstützung für Donald Trump erklärt. Also die ist da ist das Tischtuch ziemlich zerschnitten. Also da kann ich ziemlich sicher sagen, Nikki Haley wird nicht seine Vizepräsidentschaftskandidatin. Ja, ich sagte Ihnen bereits, es gab 2020 keinen Wahlbetrug. Das stimmt auch. Es gab aber 2008 einen ganz schrecklichen Wahlbetrug in Springfield. Hier sehen wir, wie Homer Simpson, der amerikanischste aller Amerikaner, wählen geht im Jahre 2008. Damals war die Wahl natürlich zwischen Barack Obama und John McCain. Er meint Ike Eisenhower. Hello, I'd like to vote for president, governor, and anything that will take money away from our parks and libraries. Use machine number 3.
Oh, I can't fit in the booth. Use the double wide. Ooh, one of those electronic voting dealies. One vote for McCain. Thank you. No, I want to vote for Obama. Two votes for McCain. Come on, it's time for a change. Three votes for McCain. No, no, no! Six votes for President McCain. Hey, I only meant one of those votes for McCain. This machine is rigged! Must tell President McCain! This doesn't happen in America. Maybe Ohio, but not in America! Und das war Teil der Halloween-Episode von 2008. Das wurde also wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl ausgestrahlt. Und als er sagt, sowas gibt's nicht in Amerika, vielleicht in Ohio, aber nicht in Amerika, spielt er darauf an, dass 2004 gab es tatsächlich Kritik von Seiten der Demokraten, dass in Ohio die eine oder andere Wahlmaschine Fehlfunktionen gehabt hätte, was aber auch nie wirklich sich belegen ließ. Also lange Rede, kurzer Sinn, Wahlbetrug ist kein ernstzunehmendes Thema. Außer natürlich, wenn Sie Donald Trump fragen. Ja, dann haben wir natürlich jetzt die Tatsache, dass ein 81-jähriger Mann gegen einen 78-jährigen Mann, Trump wird dann 78 sein, antreten wird. Und ich kriege immer wieder die Frage gestellt, ja, was passiert denn, wenn einer davon tot umfällt? Ja. Nun, ich versuche Ihnen diese Frage zu beantworten. Ich weise hier auch auf diese wunderschönen Schwarz-Weiß-Bilder, ich glaube aus der New York Times hin, also die keinen von beiden sehr schmeichelhaft darstellt. Also, wenn einer der Kandidaten stirbt, bevor die Vorwahlen abgeschlossen sind, dann sind die bereits erhaltenen Delegiertenstimmen für den Parteitag, sind dann befreit von ihrer Stimmbindung. Und dann passiert das, dann würden vielleicht noch verbliebene Vorwahlen weiter nach hinten geschoben werden, damit neue Kandidaten sich noch aufstellen können. Aber mittlerweile sind so viele Vorwahlen passiert, dass es wahrscheinlich dasselbe bedeuten würde, wie wenn ein Kandidat nach den Vorwahlen stirbt, aber vor dem Parteitag, dann sind nämlich diese Delegierten nicht mehr an das Ergebnis der Vorwahlen gebunden, können frei entscheiden. Das ist der große Traum jedes Politikwissenschaftlers und Politikjournalisten in den USA seit 1972 so ungefähr. Dann käme es nämlich wieder zu einem Parteitag, wo tatsächlich was entschieden wird. Es ist nicht sehr wahrscheinlich. Keiner der beiden trinkt, keiner der beiden raucht. Beide sind sind sehr gut ärztlich betreut, also es ist sehr unwahrscheinlich. Interessant wird's, wenn der Kandidat nach dem Parteitag, aber vor der Präsidentschaftswahl stirbt, dann würde tatsächlich das ansonsten nahezu irrelevante Nationalkomitee, also der Bundesausschuss der Partei, plötzlich mächtig werden. Dann könnten die nämlich einen neuen Kandidaten küren. Wenn der Kandidat nach der Präsidentschaftswahl, also nach dem 5. November stirbt, aber bevor das Electoral College dann im Dezember zusammentritt oder abstimmt, dann wissen wir es nicht. Ist noch nie passiert, gibt es keine klaren Regelungen dafür, dann sind wahrscheinlich tatsächlich die sogenannten Wahlmänner und Frauen, die Elektoren, frei in ihrer Entscheidung. Und auch das ist so ein bisschen ein Traum jedes Politikwissenschaftlers und Journalisten, denn dann wissen wir auch nicht, was passiert. Klar ist es wiederum, wenn der Kandidat nach der Abstimmung des Electoral College, also des Wahlmännerkollegiums, stirbt, nach deren Abstimmung aber vor der Amtseinführung stirbt, dann wird der gewählte Präsident und wird dann am 20. Januar auch tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, es läuft also auf den Kampf der Dinosaurier hinaus, auf den Kampf zwischen dem Bidenosaurus und dem T-Rump. Tatsächlich wünschen sich nur sehr wenige Amerikaner genau diese Wahl, ja, weil Amerikaner mögen gerne was Neues und was Aufregendes und sie kriegen tatsächlich eine Wiederholungsfolge ihrer nicht beliebtesten Fernsehserie. Aber man muss auch sagen, es ist ihr eigenes Wahlverhalten, was dazu führt und die Logik ihres eigenen politischen Systems. Also es ist in keinster Weise überraschend, dass es genauso geendet ist, auch wenn viele Leute darüber frustriert sind. Keiner der Kandidaten ist ideal für seine Partei
oder auch die Vereinigten Staaten. Joe Biden ist alt, er ist unbeliebt und er passt nicht gut zur Wählerschaft seiner Partei. Wie gesagt, Frauen, Minderheiten, junge Wähler, er der älteste weiße Mann. Aber er ist der Amtsinhaber und er hat bereits 2020 klar gegen Donald Trump gewonnen. Donald Trump ist fast genauso alt, der ist ja nur 3 Jahre jünger, ist höchstwahrscheinlich der umstrittenste Präsident und Politiker der jüngeren amerikanischen Geschichte. Und er hat natürlich große juristische Probleme mit diesen ganzen Strafverfahren gegen ihn, wobei sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu irgendeiner Verurteilung vor der Präsidentschaftswahl kommen wird. Bei der republikanischen Parteibasis ist Donald Trump enorm beliebt. Das hat man an den eindeutig massiven Wahlsiegen bei der Vorwahl sehr deutlich gesehen. Aber das sind natürlich nicht genügend Wählerinnen und Wähler, um dann tatsächlich die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Ne? Also Donald Trump wird dann den Trick irgendwie hinkriegen müssen, wieder ausreichend weit in die Mitte zurückzuwandern politisch, was ihm sehr schwer fallen wird, und um dort dann auch wirklich dann die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Also wie gesagt, beide haben so ihre großen Herausforderungen vor sich. Dann vielleicht noch mal einfach kurz erklärt, wie funktionieren die Präsidentschaftswahlen. Am 5. November treten die beiden Kandidaten zur Präsidentschaftswahl an. Es gibt eigentlich nicht eine Präsidentschaftswahl, sondern es gibt 51 Präsidentschaftswahlen. Eine in jedem Bundesstaat der USA und eine im Bundesbezirk Washington DC. Und jeder dieser Staaten und DC hat zwischen 3 und 54 Stimmen für das Electoral College, für das Wahlmännerkollegium. Insgesamt gibt es 538 Stimmen im Electoral College. Und wie viele Stimmen ein Staat bekommt, richtet sich nach der Bevölkerung. Ich zeige Ihnen gleich noch eine größere Karte, da können Sie auch die Zahlen sehen. Aber die meisten Stimmen hat Kalifornien, weil es die meisten Einwohner hat, 54 Stimmen. Und die Mindestzahl sind eben 3 Stimmen. Das ist zum Beispiel in North Dakota, South Dakota, Wyoming, aber auch zum Beispiel in Washington DC der Fall. Das sind Staaten, die häufig unter 1 Million Einwohner haben. Dabei gilt auch, dass die Staaten mit wenig Bevölkerung sind leicht überrepräsentiert. Das heißt also, Staaten, die 3 Wahlmänner haben, sind tatsächlich stärker repräsentiert, als sie es nach ihrer Bevölkerungszahl sein sollten. Also North Dakota hätte wahrscheinlich nur einen Electoral Vote, wenn es strikt nach der Bevölkerung gehen würde. Die tatsächlichen Wahlmänner und Frauen, die Electors, werden von den jeweiligen Parteien bestimmt. Das sind Listen, die pro Staat festgelegt sind. Auf dem Wahlzettel aber sehen Sie den Präsidentschaftskandidaten. Also niemand muss sich merken, okay, John Smith hat gesagt, er wird für Donald Trump stimmen, sondern auf dem Wahlzettel steht ganz regulär Donald Trump, auch wenn dahinter eigentlich eine Liste von Leuten steht, die eben gesagt haben, wir werden für Donald Trump stimmen und die in den meisten Staaten dann auch gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich an dieses Ergebnis zu halten. In den meisten Staaten gilt dabei das Winner-Takes-it-all-Prinzip, das heißt, wer immer die meisten Stimmen bekommt, auch wenn das zum Beispiel nur eine einfache Mehrheit ist, ja, also auch wenn das zum Beispiel, wenn es 3 Kandidaten gäbe und einer kriegt 40%, einer kriegt 35%, einer kriegt 25%, dann würde der mit den 40% alle Wahlmänner aus diesem Bundesstaat bekommen. Die einzigen Bundesstaaten, wo das ein bisschen anders ist, ist Nebraska hier und Maine. Die vergeben jeweils 2 Wahlmännerstimmen an den Gewinner der Wahl auf im ganzen Staat, also wer die meisten Stimmen im ganzen Staat bekommen hat. Und die anderen Stimmen sind gebunden an die Wahlbezirke fürs Repräsentantenhaus. Von denen hat Maine 2 und Nebraska 3. Und das führt dann immer dazu in der letzten Zeit, dass in Maine in einem sehr ländlich geprägten Wahlbezirk immer der republikanische Kandidat gewinnt, während den Rest von Maine geht an die Demokraten meistens. Und in Nebraska
das ist eigentlich tief republikanisch, aber in der Stadt Omaha, da gewinnt dann gerne mal doch der demokratische Präsidentschaftskandidat und so kriegt er dann eine Stimme aus Nebraska. Sie sehen, es gleicht sich aus, also das Winner-Takes-It-All-Prinzip ist eigentlich das Relevante. Und im Dezember stimmt das Electoral College dann ab, Anfang Dezember, und wer immer dort die absolute Mehrheit gewinnt, also 270 Wahlmännerstimmen oder mehr, wird Präsident der Vereinigten Staaten. Und Sie sehen hier, dass das Electoral College, wie es 2024 aussehen wird, also von Rangieren von Kalifornien mit 54 Stimmen, Texas 40, Florida 30, New York 28. Das ist das erste Mal, dass so verteilt wird, weil alle 10 Jahre ist Volkszählung und dann werden diese Electoral Votes angepasst. Und 2020 war die Volkszählung gerade erst, da konnte das noch nicht berücksichtigt werden. Das ist also jetzt quasi das modernste, aktuellste Electoral College. Sie sehen außerdem schon, dass da einige Staaten in Blau eingezeichnet sind, das ist die Farbe der Demokraten, und manche in Rot und manche sind eben in diesem Beige- oder Braunton. Was hat es damit auf sich? Da geht es um die Swing States. Manche Staaten haben eben ganz regelmäßig und sehr zuverlässig klare Mehrheiten für eine Partei. Zum Beispiel Kalifornien, da wird Joe Biden gewinnen. Punkt. Da ist überhaupt gar keine Frage. In Kalifornien ist die Wählerschaft so aufgestellt, demografisch und politisch, dass die Demokraten regelmäßig mehr als 2/3 der Stimmen im gesamten Bundesstaat bekommen. Aber es gibt natürlich auch republikanische Hochburgen, Texas zum Beispiel, Florida, nicht ganz so dominant wie die Demokraten in Kalifornien, aber auch eben ganz viele Staaten hier im Süden und im Westen, die eigentlich fest in republikanischer Hand sind. Aber es gibt eben auch die sogenannten Swing States. Und das sind die Staaten, wo Ihnen eigentlich niemand genau sagen kann, wer wird da gewinnen. Da sind die Ergebnisse in aller Regel sehr knapp. Und das sind die Staaten, da passiert der Wahlkampf. Da werden die Kandidaten das meiste Geld und die meiste Zeit verbringen. Das sind derzeit die Staaten Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania und Georgia. Das ändert sich natürlich mit der Zeit. Ja, jahrzehntelang war Ohio der Swing State par excellence. Wer immer Ohio gewann, hatte hervorragende Chancen, Präsident zu werden. Aber das hat sich geändert. Ohio ist mittlerweile ein Republikanerstaat. Und dieser Herr hier aus Ohio, der sagt eben, so wie Ohio stimmt, so stimmt das ganze Land. Und dann gehen die ganzen Medien weg und er fragt, hey, wo geht ihr alle hin? Und dann sagen die nach Pennsylvania, nach Georgia, nach Arizona, nach Nevada. Also Ohio ist kein Swing State mehr und trauert diesem Status, glaube ich, schon auch nach, weil der bringt natürlich auch Geld ins Haus, darf man nicht vergessen. Und ein riesiges Problem ist, sowohl 2016 als auch 2020 hing das Endergebnis bei der Präsidentschaftswahl an wenigen 10.000 Stimmen in den knappsten Swing States. Hätten 30.000 Wählerinnen und Wähler in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin anders abgestimmt, wäre Hillary Clinton Präsidentin geworden. Hätte 2020 50.000 Wähler in Wisconsin, Arizona und Georgia anders abgestimmt, wäre Donald Trump wiedergewählt worden. Und das ist es, was eben alle Wahlprognosen so wahnsinnig schwierig macht, weil wir reden hier von Staaten, wo Hunderttausende und häufig Millionen von Stimmen abgegeben werden, also wo wir wirklich von minimalen Prozentunterschieden, vielleicht sogar nur Bruchteilen von Prozenten sehen. 2000 war natürlich die berühmteste solche Sache, wo es in Bundesstaate Florida bei 8 Millionen abgegebenen Stimmen um 300 Stimmen ging, die dann auch letztlich über die Präsidentschaftswahl entschieden haben. Also die Swing States sind von besonderer Bedeutung, wie Homer herausfindet, als er nämlich feststellt, dass er nicht ins Wählerregister eingetragen ist 2016, obwohl sein eigener Vater hier bei der Kontrolle da sitzt. Und er beschwert sich darüber mit folgenden Worten. Go ahead and vote! Hey, what about me? Not on the list! You have to let me vote. This is a swing state. My vote's worth more than 1 million Californians. Das ist ein Swing State. Meine Stimme ist mehr wert als die von 1 Million Kalifornier. Ja, also so wichtig sind diese Swing States.
In den Swing States wird es auch so sein in den nächsten Monaten, die werden überflutet werden mit allem, ja, mit Fernsehspots, mit Anrufen, mit Leuten, die an ihre Tür klopfen und über die Wahl reden wollen. Also es kann schon recht anstrengend sein, Bürger in einem Swing State zu sein. Welche Themen werden diesen Wahlkampf bestimmen? Das ist natürlich immer so eine bisschen schwierige Frage, weil man ja auch nicht weiß, was in den nächsten Monaten noch passieren wird. Aber klar ist, folgende Themen sind derzeit enorm wichtig. Zum einen Einwanderung. Es gibt tatsächlich derzeit eine extrem hohe Anzahl an unüberlaubten Grenzübertritten. Zwischen Oktober 22 und Ende September 23 reden wir von 3,5 Millionen unerlaubten Grenzübertritten. Und das ist natürlich nicht die kanadisch-amerikanische Grenze, sondern es ist die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Wobei es nicht Mexikaner sind, die da kommen, sondern es sind Leute vor allen Dingen aus Haiti, Kuba, Venezuela und Nicaragua, die in den jüngeren Jahren wirklich in riesigen Mengen kommen und das Asylsystem überlasten. Denn die stellen alle einen Asylantrag oder versuchen alle einen Asylantrag zu stellen. Und das Asylsystem ist so überlastet, dass es mittlerweile 4 bis 6 Jahre braucht, bis eine Entscheidung da getroffen wird. Und in dieser Zeit können die Leute dann eben in aller Regel in den USA frei leben und nach ungefähr 5 Monaten auch arbeiten. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn es nicht so wahnsinnig viele wären. Ja, also mittlerweile ist selbst New York, die sicherlich einwanderungsfreundlichste Stadt der USA, an dem Punkt angekommen, wo viele Leute, eben auch Demokraten, sagen, es sind so viele Leute, wir können sie nicht unterbringen, wir haben unsere sozialen Dienste sind überlastet. Ja, also das ist auf jeden Fall ein echtes Thema. Das Abtreibungsrecht wird eine wichtige Rolle spielen. Sie wissen vielleicht, 2022 hat der Supreme Court der Vereinigten Staaten das Recht auf Abtreibung, das aus der Verfassung abgeleitet war, quasi wieder abgeschafft. Aber wie sich herausstellt, über 60% der Amerikaner sind für das Recht auf Abtreibung. Und das manifestiert sich jetzt in Volksentscheiden in den Einzelstaaten. Und da wird es mehrere Staaten geben, wo gleichzeitig mit der Präsidentschaftswahl auch ein Volksentscheid über die quasi Legalität oder Illegalität von Schwangerschaftsabbrüchen stattfindet. Und das war in den letzten Jahren immer ein Riesenvorteil für die Demokraten, weil die natürlich die Partei sind, die für das Recht auf Abtreibung steht. Und wenn die Leute dann wegen dem Thema wählen gehen, wählen sie in aller Regel auch dann gleich noch bei den anderen Wahlen, die gleichzeitig stattfinden, auch Demokraten. Die Wirtschaftslage spielt eine Rolle. Hier ist insbesondere das Thema Inflation wichtig. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Grafik, die das verdeutlicht. Die Außenpolitik spielt eine Rolle, auch wenn sie nicht so gewaltig ist im Wahlkampf, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Aber es ist ja so, dass sich mittlerweile weite Teile der Republikaner gegen Militärhilfen für die Ukraine und auch für Israel entschieden haben. Gar nicht mal so sehr, weil sie die Anliegen dieser Länder ablehnen, sondern weil sie sagen, ist nicht unser Problem. Ja? Also das ist dieser neo-isolationistische Tendenz, die seit Donald Trump in der Republikanischen Partei immer bedeutsamer wird. Insbesondere bei der Ukraine sagen mittlerweile sehr viele Republikaner, nicht alle, aber sehr viele, das ist ein Grenzkonflikt in Europa. Punkt. Ja? Was haben wir damit zu tun? Ja, und sie sehen es eben nicht als die massive Sicherheitsbedrohung für die gesamte westliche Welt, die es doch eigentlich ist. Genau, also es wird generell auch um die außenpolitische Ausrichtung der USA gehen, wo natürlich Joe Biden für eine sehr viel traditionellere amerikanische Außenpolitik steht, während Donald Trump sehr viel stärker für diese America First, also die sehr stark auf kurzfristige Wirtschaftsinteressen orientierte Außenpolitik steht. Wobei man dazu sagen muss, egal wer gewählt wird, die USA werden ihre Präsenz in der Welt zurückschrauben. Ja, wir werden nie wieder diese Sache sehen, dass die USA sich absolut und ohne Wenn und Aber als die Führungsmacht der freien Welt und pay any price, bear any burden, wie John F. Kennedy das mal gesagt hat, also wir werden jeden Preis zahlen, wir werden jede Last tragen, das wird
auch wenn Joe Biden wiedergewählt wird, nicht mehr passieren. Europa muss sich an seiner eigenen Sicherheitsinfrastruktur arbeiten. Ein Wahlsieg der Demokraten würde höchstens Zeit gewinnen, aber nicht die grundlegende Tendenz verändern. Und auch in der Klimapolitik, auch die Klimapolitik wird eine große Rolle spielen, denn tatsächlich Joe Biden steht für eine Klimapolitik ähnlich wie die Europäische Union sie betreibt. Es gibt auch dieses riesige Investitionsprogramm, wo 500 Milliarden Dollar in klimafreundliche Technologien jetzt investiert werden, während Donald Trump ja im Prinzip gesagt hat, Klimawandel ist eine chinesische Lüge, wir sollten Öl und Gas fördern, so viel wir nur können. Ne? Ich sagte bereits was zum Thema Wirtschaft und Inflation und diese Grafik erklärt auch so ein bisschen, warum so viele Amerikaner so gute Erinnerungen an die Präsidentschaft Trump haben. Denn Sie sehen hier 2017 bis 2021 die Trump-Präsidentschaft, das ist die Biden-Präsidentschaft. Und die blaue Linie sind die Lohnzuwächse und die rote Linie ist die Inflation. No? Und Sie sehen, unter Trump waren die Lohnzuwächse immer höher als die Inflation, das heißt, die Reallöhne stiegen. Unter Joe Biden war es halt den großen Teil seiner Präsidentschaft umgekehrt. Die Lohnzuwächse waren sehr ordentlich. Arbeitslosigkeit ist quasi momentan auch nicht vorhanden in den USA. Ja? Aber zumindest für die Anfang, Mitte 23 war halt die Inflation höher als die Lohnzuwächse. Das heißt, die Realeinkommen sanken und das ist natürlich unbeliebt, wie Sie sich vorstellen können. Mittlerweile ist es so, die Inflation ist einigermaßen im Griff, die Lohnzuwächse sind weiterhin hoch. Die Stimmung in den USA zur Wirtschaft ist schlechter, als die Wirtschaft tatsächlich ist. Wenn das jetzt sich so weiterentwickelt, dass die Lohnzuwächse hoch bleiben und die Inflation nicht wieder auf diese Rekordhöhen geht, dann ist das natürlich eine gute Nachricht für Joe Biden. Man muss aber auch dazu sagen, dass so diese 3, irgendwas Inflation sich erstaunlich hartnäckig hält. Also die USA haben wahrscheinlich schon die sanfte wirtschaftliche Landung hingelegt, besser als beispielsweise hier in Deutschland, aber die Inflationsrate ist halt doch immer noch höher, als man sie sich auch als Notenbanker oder so wünschen würde. Und wenn die hohe Inflation zurückkehrt, dann ist Biden Toast. Dann hat er wirklich riesige Probleme. Genau. Ja, das führt mich zu meinem Fazit hier. Leider, also ich bin da sehr traurig drüber, ist die Vorwahlsaison 2024 wegen der Dominanz von Biden und Trump weniger spannend, als das in den letzten 3 Präsidentschaftswahlen immer der Fall war. Es gab eigentlich kein richtig spannendes Duell. Die extreme Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und Politik wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem sehr harten und sehr unschönen Wahlkampf führen, aber auch zu immer höheren Wahlbeteiligungen. 2020 war die Wahlbeteiligung die höchste seit 40 Jahren. Die Amerikaner haben starke Gefühle in Sachen Politik. Sie gehen wählen. Das ist wirklich, das ist einer der wenigen positiven Effekte. Für Prognosen ist es zu früh. Also wenn Sie aktuell Meinungsumfragen in irgendwelchen Medien sehen, vergessen Sie es. Keine Meinungsumfrage vor September ist irgendwie relevant. Ja, die meisten Amerikaner fangen sich wirklich erst im September an, wirklich mit der Präsidentschaftswahl zu beschäftigen. Aber es wird natürlich auch in vielerlei Hinsicht eine Schicksalswahl für die USA. Und diese Wahlbeteiligungen sind natürlich deswegen so hoch, weil ganz viele Amerikaner und immer mehr Amerikaner davon überzeugt sind, wenn die andere Seite gewinnt, dann ist das mehr oder minder das Ende der Welt. Und das ist natürlich ein starker Motivator, auch wählen zu gehen. Deswegen gehen so viele Amerikaner auch wählen, gerade auch in den Swing States, mit einer wichtigen Ausnahme. Homer Simpson hat 2020 die Präsidentschaftswahl verschlafen. Und das Resultat ist, nun sehen Sie selbst. Get down here. Your vote for president has never been more important. That's today. So vague.
You'll get down here this minute if you care about the three things you love most. Are you picturing the kids? Yes, honey mustard. You slept all day? You didn't vote? Hey, how bad could it be? You owe me a new pair of glasses. Oh, that's what I get for voting for Kanye. Also als Homer vergisst zu wählen, führt das zu Bürgerkrieg, Präsidentschaftsdiktatur, mörderischen Robotern und tatsächlich dem Ende der Welt, denn das sind ja natürlich die vier apokalyptischen Reiter, die da am Himmel reiten. Auch das war natürlich Teil der Halloween-Episode von 2020, wurde auch einige Tage vor der Präsidentschaftswahl ausgestrahlt. Und Sie haben vielleicht gehört, als dieser ältere Herr da weggetreten wird von dem Roboter, sagt er, das habe ich nun davon, dass ich für Kanye gestimmt habe. Und das ist ein Bezug darauf, dass 2020 tatsächlich es einen noch seltsameren Kandidaten als Donald Trump gab, nämlich den Musiker Kanye West, der da tatsächlich eine sehr unerfolgreiche Präsidentschaftskandidatur führte. Dieses Jahr habe ich nichts davon gehört, dass Kanye West irgendeine Rolle spielen wird. Wahrscheinlich ist ihm ein bisschen das Geld ausgegangen, nachdem Adidas seinen Turnschuh-Werbedeal gecancelt hat. Ja, und das beendet meine Bemerkung jetzt heute Abend. Ich stelle mich sehr, sehr gerne allen Ihren Fragen. Vielen Dank.